Moin Leute, Tomlo hier und herzlich willkommen zurück zum Achievement Run, zum Ironman Modus. Marokko kriegt gerade ganz schön aus dem Maul von Aragon, Portugal und Neapel. Und wie hat man es in der Schule gelernt? Wenn einer am Boden liegt, tritt man nochmal nach. Bitte nicht machen. Im Spiel ist das in Ordnung, aber bitte nicht im Real Life. Kriegserklärung geht raus. Wir beginnen direkt. Wir wollen nämlich für Talifalt die ganzen Provinzen zurückholen. Granada kämpft sowieso. Hat Granada echt doch Verbündete? Nein, die haben sonst keine Verbündeten. Ich ändere meinen Plan gerade. Ich ändere meinen Plan gerade komplett. Halt, stopp, wir warten noch. Und zwar warten wir jetzt erstmal noch ein Jahr lang. Ich hatte nämlich gerade beschlossen, dass ich Granada mit. Dass ich Granada auch als. Dass ich Granada auch Provinzen abnehmen will in diesem Krieg. Das heißt aber auch, ich senke nochmal den Militärunterhalt für einen Moment. Auf die Idee bin ich vorher gar nicht gekommen. Well, why not? Dass ich jetzt erst auf die Idee komme, ist auch gut. Ich glaube, wir werden die Pietät weiter senken. Ja, kostet uns zwar Prestige, aber senkt weiter in die Technologie, die Technologiekosten. Deutsche Sprache, schwere Sprache, wunderbar. Klemtschin hat einen Regentschaftsrat, das ist mir vollkommen Latte, beziehungsweise soll mir nur recht sein. Wobei es mir eigentlich vollkommen egal ist, weil die sowieso nichts mehr reißen könnten. Und sobald die Waffenruhe ausgelaufen ist, greife ich es eh an und werde sie vernichten. Von daher, nun ja. Wir haben unsere Kernprovinzen, das heißt, wir haben jetzt die Kernprovinzen. Das heißt, es wird erstmal wieder die Stabilität erhöht. Wortfindungsstörung, wunderbar. Und Algerisch wird auch akzeptiert. Akzeptieren wir die Berber schon? Perfekt, wir akzeptieren gerade alle Kulturen, die wir im Land haben. Tunesisch als Primärkultur und Algerisch und Berber als Bonuskulturen, sage ich mal. Ihr wisst, was ich meine. Wie steht es um die Truppen? Marokko hat gerade 15.000 Mann und absolut keine Manpower. Das heißt, ich hoffe, es kommt gleich nochmal zu einer Schlacht. Wo die so richtig schön aufs Maul bekommen. Weil wenn das passiert ist, dann werden die auch ziemlich schnell komplett vernichtet sein wahrscheinlich. Wie viele Festungen haben wir denn noch? Da, die Festungskarte. Okay, die haben Fez, Tanga und Marrakesch. Und Tanga wird tatsächlich nicht mal belagert gerade. Ich glaube, da will ich schnell hin, bevor Portugal sich die Provinz holt. Ich erhöhe schon mal wieder den Militärunterhalt. Sowie jetzt tatsächlich auch den Flottenunterhalt. Ich meine, irgendwie muss ich ja nach Granada hinkommen dann. Moment, das brauchen wir jetzt noch nicht. Die Flotte kann noch eingestampft bleiben. Ich schicke es aber mal ein bisschen weg. Also nicht eingestampft, sondern halt ohne Militärunterhalt. You know. Wir haben gleich die Mission geschafft mit Frankreich. Das ist auch schon mal gut. Dann werde ich mir gleich noch den Anspruch auf Maria, Maria oder wie auch immer fingieren. Die Provinzen werde ich ausnahmsweise auch nicht vasalisieren, sondern direkt annektieren. Direkt erobern. Weil Granada als Vasall auch interessant wäre. Aber nein. Wir sind schon am Limit, dummerweise. Dummerweise. Aber okay. Pause. Böse Leertaste. Maria Anspruch fingieren. Ihr. Das passt perfekt, wenn sie am 3. Dezember da ankommen. Dann erkläre ich nämlich, sobald sie da sind, Krieg. Beziehungsweise machen wir jetzt schon mal. Da ist die marokkanische Armee. Oder zumindest der größte Teil davon. Granada hat kein Bündnis. Ne, Granada hat kein weiteres Bündnis geschlossen. Alles in Butter. Holen wir sie als Kriegsverbündete dazu. Und holen uns Talifalt. Es dürfte es aber auch schon... Ja, wir sind ziemlich niedrig mit der Pietät. Schon fast 10% weniger Kosten. Das ist gut. Das ist sehr gut. Talifalt, ihr geht bitte hier hin. Ihr sollt euch ruhig alle mal aggressiv stellen. Wir marschieren in der Zwischenzeit schon mal hier hindurch. Nach Marrakesch nämlich. Was ist eigentlich die Hauptstadt? Fez, oder? Ja, Fez ist die Hauptstadt. Und die anderen werden wahrscheinlich jetzt gerade Tanga belagern, oder? Ja.
War ja irgendwie zu erwarten. Ist jetzt nicht ganz so überraschend. Machen wir das mal so. Wen lasse ich jetzt hier? Den General nehme ich auf jeden Fall mit. Warte. Nein, nicht 10.000, 6.000 Mann bleiben hier. Beziehungsweise 7.000. Ist ja nur eine kleine Festung. Und der Rest, der wird jetzt ein bisschen rummarschieren. Ihr kommt. Oh, okay. Gut. Die marschieren erstmal alle zusammen nach Tadla zurück. Talifald, wollt ihr euch mal um eure eigenen Provinzen kümmern, eventuell? Die könnten vielleicht ganz interessant sein. Nur so eine Idee. Eine verrückte. Okay. Granada ist natürlich dabei. Ich werde trotzdem jetzt mal meine Flotte hochpushen. Dann kann ich zumindest mal die feindliche Flotte gegebenenfalls abfangen. Okay. Hab ich denn noch. Also ich habe einen Diplomaten frei und gleich kommt noch ein zweiter dazu. Ich schicke den mal nach Fersan zum Beziehungen verbessern. Mit den Franzosen habe ich das Ding gleich durchgebracht. Perfekt. Eine neue Mission vielleicht? Nein, wir kriegen keine Mission. Okay, vielleicht später wieder. Dalifald haben wir schon mal. Weiter runter. Irgendwie hoffe ich ja, dass die die Belagerung gewinnen. Am besten sollen sie die gewinnen und direkt danach einen Arschtritt bekommen. Oder so. Ich hätte eigentlich noch darauf gehofft, dass die anderen abbrechen. Ihre Belagerung von Tanga. Aber wollen sie anscheinend nicht. Okay. Marschieren wir mal da hoch. Und marschieren nach Meknesh. Ich kann eigentlich die Provinz noch schon mal übertragen. Die gehen eher, werden eh alle nach Talifald gehen. Das ist jetzt schon klar. Das steht nicht mal zur Debatte. Oh, mir fällt gerade auf, Melilla stimmt. Melilla ist gerade frei. Fersan, wie wär's? Wollt ihr nicht mal da hochmarschieren und euch Melilla holen? Bevor irgendjemand anders zuschlägt? Eventuell? Was haltet ihr davon? Gute Idee, oder? Ich hoffe, dass sie sich gleich Fez holen und dann mit Aragorn sich kloppen können in Ruhe. In der Zwischenzeit. Hole ich mir die Diplothek? Noch nicht. Ich werde sie mir wahrscheinlich holen, aber noch hebe ich sie mir mal auf. Da haben wir ebenfalls jetzt perfekt. Marschieren wir mal da hoch. Provinz kann ich auch nicht übertragen. Ansonsten nehme ich mal die Flotte und schicke sie schon mal nach Granada hoch. Eigentlich wäre es jetzt ziemlich cool, wenn die Feinde jetzt erstmal Marokko ausschalten. Also wenn Aragorn erstmal Marokko ausschaltet und dann nochmal rüberfährt mit dem Schiff und Granada ausschaltet. Das wird ziemlich geil, aber ich bezweifle, dass das passieren wird, so in der Form. Ich glaube, das wäre zu viel Glück. Marokko wird wahrscheinlich. Marokko, stehen die Chancen gut, dass das noch passiert? Der Rest ist unwahrscheinlich. Aber wir werden sehen. Eine reiche Ernte. Jede Menge Gold für uns. Jede Menge Dukaten. Die nehme ich natürlich sehr, sehr gerne an. Und wenn ihr euch irgendeine Armee anschließen wollt, dann doch bitte der hier. Geht mal wieder auf Unterstützung hier, Leute. Ich kümmere mich um die restlichen Provinzen. Soweit ich noch kann im Moment jedenfalls. Wie viele können hier stehen? Okay, wir sind quasi am Limit. Das passt aber auch eigentlich ganz gut. Dann werde ich jetzt gerade mal einen Teil rüberschicken. Nach Melilla. So, die Hälfte oder so. Beziehungsweise, nein, Quatsch, ich schicke die. Ach, geht nicht. Ich komme nicht durch Algerien durch gerade. Ja gut, dann lasse ich. Nein, 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 nein. Das war. Na, oh, das war ein Missklick. Das war ein dämlicher Missklick. Ach, scheiße. Egal, passiert. Kann man nichts ändern. Dauert das Ganze jetzt halt etwas länger. Ist kein Weltuntergang. Okay.
ausländische Kontakte lief aus, das ist mir ziemlich egal. Die militärische Macht hole ich mir natürlich sofort, also die militärische Technologie. Da warte ich gar nicht drauf. Mit diplomatischer Macht warte ich, wie gesagt, noch. Immerhin brauche ich die auch für die erste Idee. Und zum Annektieren. Granada ist auch schon fast erledigt. Oh, und Aragorn hat die Belagerung gewonnen. Die dürften sich jetzt gleich Fez widmen. Eigentlich. Vermute ich mal. Ah, okay. Melilla ist, ist jetzt unter Belagerung und Aragorn greift an. Perfekt. Nein, tun sie nicht. Vielleicht greifen sie gleich an. Stellen sich erstmal mit allen Mann nach Melilla rein. Okay. Von mir aus. Ist mir relativ egal. Greift jetzt an? Oder lasst ihr tatsächlich Marokko die Belagerung gewinnen? Gut, wenn ihr Marokko belagern lassen wollt, von mir aus. Mir ist das ziemlich gleich. Die Frage ist nur, was wollt ihr für einen Frieden schließen eigentlich? Die liegen deutlichst vorne. Allein schon, weil Marokko ist Angreifer und hat nicht ansatzweise das Kriegsziel erreicht. Nämlich Keuta zu erobern. Die haben ja schön den Ring hier drumherum erobert, die anderen. Komm schon, gleich haben wir Casablanca. Quatsch. Marrakesch haben wir gleich. Und wenn dem soweit ist, kann ich weiter belagern. Fez ist auch fast erobert. Und ich überlege gerade noch, ob ich dann in die Offensive gehe und versuche, mir Fez zu holen oder nicht. Mein Frieden schließen werden sie sowieso gleich wahrscheinlich. Die Frage ist nur welchen. Wahrscheinlich holen sie sich gleich Melilla, Tanga und Casablanca. Das Schöne ist, es gibt mir dann quasi freie Bahn, um mir gegebenenfalls selber Portugal zu holen. Also sobald mal das Bündnis mit Aragorn aus welchen Gründen auch immer nicht zieht. Dann habe ich nämlich hier schön die Linie, die ich erobern kann. Und das werde ich auch machen, falls es nicht Rebellen vorher tun. Oh. Oh. Wenn man gerade vom Teufel spricht. Aber okay, das ist kein Problem. Stellen wir uns hier hin. Die widmen sich gerade Marokko. Und wir dürften gleich die Belagerung gewonnen haben. Hoffentlich. Ich will nämlich weiter marschieren. Ja, perfekt. Perfekt. Alles bestens. Machen wir das jetzt so. Und der Rest bleibt einfach mal da stehen. Wir marschieren wahrscheinlich darunter gerade. Die Frage ist, wohin sie fliehen. Auf jeden Fall will ich sie da abfangen, wenn möglich. Zumindest mal mit einem Teil der Armee. Falls die nicht schon von der kleinen... Oh, Agadir haben sie sich geholt. Okay, interessant. Ach du Scheiße, die haben sich eine ganze Menge geholt. Oh, das Schöne ist, das werden sie sehr wahrscheinlich nicht halten können. Und das wiederum ist mir mehr als recht. Zwischenzeit frage ich mich, warum ich nur so wenig Fortschritt habe. Immerhin haben die keine Festung mehr. Und sobald ich Ifni habe, sind sie weg. Warum habe ich nur 64%? Aber okay. Gut, wieso nicht? Marschiere ich mal zurück schon mal in Ruhe. Ach so, natürlich, wegen hier unseren Freunden da oben, wegen Granada. Das ergibt natürlich etwas Sinn. Nein, habe ich überhaupt nicht gedacht. Ich hätte gerne Militärzugang von euch Jungs, kurz vorübergehend quasi. Alle Truppen, die noch da sind, gehören auch tatsächlich zu Granada. Dann würde ich die Jungs jetzt gerne auf Offensiv stellen und das Einheiten anfügen, abbrechen. Militärzugang wieder aufgekündigt, passt. Marokko kriegt noch keinen Frieden. Ganz sicher nicht. Es wird auf jeden Fall Rebellen geben. Und die werden die nicht alleine besiegen können. Das heißt, ich werde erstmal jetzt Marokko eine ganze Menge abziehen. Und danach wird Marokko durch Rebellen wieder Neues bekommen. Beziehungsweise vielleicht wird auch Fez in die Unabhängigkeit kommen. Werden wir noch sehen.
Das kann ich jetzt noch nicht so wirklich genau sagen. Mir wäre eigentlich beides recht, wobei mir Fates noch lieber wäre. Aber gut, schnappe ich mir erstmal euch, Kollegen. Und schicke euch jetzt nach Granada rüber. Denn da warten ein paar schöne Stücke Land auf mich. Und sobald ich die habe, kann ich auch Kastilien den Krieg erklären. Kastilien dürfte jetzt gar keine Truppen mehr haben, fast. Kastilien, wo seid ihr? Ja, doch, die halten sich gut gegen die Franzosen. Die halten sich verdammt gut gegen die Franzosen. Die liegen nämlich tatsächlich hinten. Was zur Hölle ist da los? Der Vatikan braucht das Bündnis mit Österreich. Das ist interessant. Das ist sehr interessant. Wir marschieren in der Zwischenzeit darüber, holen noch einen Nachschub und dann können wir gleich gegen Granada anstürmen. Schön ist, wir haben immer noch relativ wenig Manpower verloren. Es ist alles in absolut bester Ordnung. Es könnte nicht viel besser laufen bisher eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke. Und ich glaube, das habe ich schon ein paar Mal gesagt und ich sollte aufhören, das so oft zu wiederholen, sonst läuft es gleich nicht mehr so gut. Das kennt man ja schon. Das wäre ja nichts Neues. Aber gut, marschieren wir mal rüber. Flotte darf auch mit. Abwesender Kaufmann. Weg. Weg mit dem Jungen. Lassen wir sie einfach mal entkommen. Und belagern in Ruhe. Das sollte relativ schnell gehen, da das ja nur das kleine Fort ist. Und ich mach einfach mal so. Ihr bleibt da. Der Rest verpisst sich für den Fall des Falles, dass er gebraucht wird. Erstmal darüber. Und den Rest machen wir weiter. Ich würde jetzt anfangen, Ansprüche auf Portugal zu fingieren, aber ich kann leider bis jetzt nur Melilla. Der Rest wird noch kommen. Aber ich kann ja schon mal gucken, wie ich den Frieden am besten verhandle. Ich meine, ich werde auf jeden Fall einen Separatfrieden schließen. Klar ist, dass das alles schön an meine kleinen Freunde, der zurückgeht. Ich werde mal den Rest auch noch an Talifald übertragen. Weil wenn den Scheiß jemand kriegt, dann Talifald. Ich werde ihn mir nämlich nicht holen. Magnus lasse ich mal, weil er immer noch Fates theoretisch entlassen werden könnte. Ich würde gerne noch mehr nehmen. Ich meine, die Provinzen kriegen sie auf jeden Fall und problemlos. Marrakesch wird teuer, aber es lohnt sich, denke ich. Machen wir es so. Da sind die nämlich ziemlich machtlos danach, die Marokkaner. Oder kann ich die... Ich erniedrige die noch. Stimmt. Das habe ich total vergessen. Nehme ich den ganzen Scheiß nochmal weg. Marrakesch ist zu teuer wahrscheinlich, ja. Das wird passen. Das wären genau 100%. Okay, dann werde ich den Frieden schließen. Aber natürlich erst nachdem Granada raus ist. Das sollte klar sein. Immerhin will ich ja von Granada auch noch ein bisschen was, bevor ich Spanien angreife. Weil ich mich frage, wie die Franzosen es hinbekommen, tatsächlich gegen Spanien zu verlieren momentan. Beziehungsweise greifen die nicht an oder was? Die müssten einfach nur da runter marschieren. Die haben freien Weg. Das ist eigentlich meine aktuelle Mission. Ich habe keine, okay. Dann werde ich mir gleich was Neues überlegen, sobald der Krieg vorbei ist. Dann werden wir wahrscheinlich neue Missionen bekommen. Was weiß ich, erobere Cordoba oder sowas. Oder Sevilla. Weil Sevilla noch am angenehmsten wäre. Wenn mir das die meisten Wege öffnet. Hm. 21%. Das sollte nicht mehr allzu lange dauern. Marokko schickt weitere Angebote, die sowieso nicht mal angeschaut werden, weil sie auf jeden Fall uninteressant sind, solange Granada noch dabei ist.
Außerdem stelle ich meine Forderungen selber, Leute. Es kann manchmal passieren, dass sie einem Angebote machen, die tatsächlich besser sind als das, was sie annehmen würden, wenn man selbst danach fragen würde. Aber bei einem 100%-Sieg macht es eigentlich keinen Sinn, sich die Angebote anzuschauen überhaupt. Man nimmt sie normalerweise eh nicht an. Das ist so die persönliche Erfahrung, die ich damit bis jetzt gemacht habe. Genau, da baut sich wieder auf. Und wir haben die Belagerung gewonnen. Perfekt. Kommt jetzt der Frieden. Erstmal Granada. Natürlich schnappe ich mir gleich beides, auch wenn es mich hier relativ viel diplomatische Macht kostet. Euer Bündnis sollt ihr ruhig beibehalten. Den ganzen Rest von mir aus auch. Ich nehme nur noch die Kohle. So. Frieden Nummer 1, hoffentlich. Ja, perfekt. Wait, what? Okay, ich scheine mich gerade verklickt zu haben und Maria wieder rausgenommen zu haben. Ist jetzt scheiße gelaufen, aber egal. Übrigens gilt das hier als Überseeprovinz. Das heißt, 75 ist das Minimum an Autonomie. Aber wenigstens habe ich Granada und das ist immerhin die wichtige Provinz. Den Rest werde ich mir dann in einem anderen Krieg nochmal holen. Einfach, ganz simpel. Und ihr kriegt euren bereits geplanten Frieden. Dankeschön. Für die ganze Menge Provinzen. Hihihihi. Okay, ich soll Djerba zu Sunni konvertieren und Fezzan in den Staat integrieren. Überlege ich mir gleich nochmal. Erstmal gucke ich was nach. Kastil. 17.000 Mann. 13.000 Reserve. Wo zur Hölle sind die? Warte, ihr bleibt mal hier. Ich schicke die. Die Schiffe schicke ich mal vor. Die sollen nämlich mal nachgucken, was zur Hölle da gerade passiert. Ob die von da oben was erkennen können oder so. Ah. Marokko schloss ein Bündnis mit Tlemcen und mit den Mamelucken. Das ist mir sogar sehr recht, das mit Tlemcen. Das kontert nämlich das andere so ein bisschen aus. Jetzt kann ich nämlich beim nächsten Mal Tlemcen angreifen und quasi über Tlemcen dann ziehe ich Marokko mit rein. Und das Ganze ohne die Mamelucken auch nur schief angucken zu müssen. Was doch eigentlich eine recht gute Voraussetzung ist für so eine Situation. Ich hole mir weitere Ansprüche auf Kastilien, wenn ich schon dabei bin. Sevilla war interessant, wie erwähnt. Da ist eine Flotte von denen. Okay. Da steht eine französische Armee. Die Armee von Kastilien, die muss irgendwo zwischendrin sein, eigentlich. Ich überlege gerade, ob es das Risiko wert ist. Wie viel Manpower haben die? Die haben zu viel Manpower. Also entweder greift Frankreich jetzt tatsächlich mal selber an, oder ich kann das vergessen. Weil in der aktuellen Situation ist es zu riskant anzugreifen. Aber sonst passiert jetzt erstmal nichts. Ich habe Talifat. Marokko hat jetzt natürlich die Waffenruhe, genauso wie Tlemcen. Tlemcen geht noch knappe 10 Jahre, nicht ganz. Marokko noch ein ganzes Stück länger. Ich ziehe mal den Kollegen aus Tugurt ab. Wenn ich jetzt anfangen würde mit der Annexion, wie lange braucht ihr? Okay, das geht viel zu schnell. Das mache ich ganz bestimmt nicht jetzt. Dafür kann ich aber weitere Ansprüche fingieren. Immerhin haben wir jetzt Granada. Jetzt habe ich den Weg frei nach Portugal. Und wir beginnen einfach mal mit Algarve. Einfach weil Algarve die einzige Provinz ist, bei der nicht die Gefahr besteht, dass sie wieder von Rebellen übernommen wird. Zumindest nicht allzu schnell. Achso, und natürlich weitere Ansprüche auf Tlemcen fingieren, damit ich die Provinzen billiger übernehmen kann. So. Euch schicke ich mal wieder los in Ruhe nach Sevilla. Und dann wollen wir mal. Beginnen wir einfach mal mit der Hauptstadt. Die wird immerhin am teuersten sein. Ihr habt mittlerweile alle eure Ansprüche. Sehr gut. Ihr auch. Perfekt. Also alle eure Cores meine ich natürlich nicht Ansprüche. Was relativ anstrengend sein kann, sage ich mal, hier in Nordafrika ist, dass wir kaum Festungen haben am Anfang. Also hier im westlichen Teil geht's, gerade wegen Portugal und Co. Da haben wir halbwegs viele Festungen. Hier eher weniger.
Da muss man einiges selber bauen normalerweise. Ich bleib jetzt einfach mal dabei. Portugal können wir logischerweise nicht angreifen, auch weil wir dann Aragorn mit dabei hätten. Und Aragorn momentan einfach viel zu stark ist. Das wird nur gehen, wenn man irgendwie noch Frankreich auf der eigenen Seite hat oder sowas. Und mit den Osmanen könnte es theoretisch klappen, aber ich glaube nicht, dass die uns helfen werden. Und selbst wenn, brauchen sie einfach viel zu lange. Das heißt, ich säge jetzt einfach mal meinen Militärunterhalt sowie den Flottunterhalt auf die Hälfte ungefähr. Dann machen wir weiter. Und fingieren weiter Ansprüche. Beziehungsweise, ich glaube, das ist ein guter Punkt für einen Cut. Und zwar, also, wir haben sehr erfolgreich Talifalt minimal vergrößert. So ein ganz kleines bisschen. Und das Schöne ist, die haben immer noch kein Freiheitsstreben, das ist perfekt. Marokko ist stark geschwächt, Klemtchen ebenso. Die können wir uns dann demnächst einverleiben. Und wir sind kurz davor, je nachdem wie es läuft, wahrscheinlich Kastilien anzugreifen. Mal gucken, wie es da weiter passiert. Und vielleicht holen wir uns bei Gelegenheit auch noch Granada. Da werde ich dann noch einen Anspruch auf die andere Provinz holen. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Mal gucken, wie es so weiterläuft. Und ja, bis dann. Ciao.